Es mangelt uns definitiv an bezahlbaren Autos. Eins davon habe ich heute dabei und das ist auch noch ein SUV. Andere würden sagen, ein hochgebockter Kleinwagen. Hier steht da ja der Dacia Sandero Stepway. Ich bin ein Riesenfan vom Auto. Warum? Ja, das werdet ihr in diesem Video erfahren und ich sage euch eins schon mal vorweg, dieses Auto ist sehr bezahlbar und ich bin extremer Typ, extrem geil und hier steht die Extreme-Variante. Das ist eine Überleitung, die eigentlich genau jetzt schon euer Abo verdient hat. Bei uns gibt es jeden Tag ein Video um 17 Uhr von der extremen Jessie oder dem noch geileren Jan. Abonniert den Kanal genau jetzt. Und was machen wir heute zusammen? Wir schauen uns die Extreme-Variante außen an, wir gehen rein, wir sprechen über den Motor, den wir hier drin haben. Ja, wir machen eben alles, was ja, mich und hoffentlich auch euch interessiert zu diesem Auto. Habt ihr Bock drauf? Dann kommt mit, lasst uns zusammen extrem sein. Übrigens, hier drin ist der TCE 110, also 110 PS, 200 Newtonmeter. Wir kommen später genau noch zu dem Motor. Erstmal spreche ich an der Stelle, ach, wisst ihr was, über die Extreme-Variante, was soll das? Die Dacia-Leute, sie sagt immer die Dacia-Leute, also die Dacia-Mitarbeiter und Dacia selbst hat einfach festgestellt, ja Mensch, die Leute kommen zu uns, sind erstmal mega angetan, übrigens wahrscheinlich genauso wie ihr jetzt gerade, davon, dass es noch bezahlbare Autos gibt. Alle sagen, das ist der Volkswagen der Zukunft. Aber dann sagen sie eins, ja, wenn der so günstig ist, dann will ich den aber bitte volle Hütte haben. Und die Extreme-Variante, die soll jetzt sehr viel Offroadigkeit mit sehr viel Ausstattung verbinden. Zedergrün hier drauf, außen ein paar Offroad-Elemente, topografische Elemente. Bronze, braune Elemente, innen haben wir was Besonderes, wir haben einen besonderen ja, Antrieb hier drin, da kommen wir dann auch später dazu und das finde ich ganz spannend und für uns halt immer wichtig, weil ihr kritisiert uns immer und sagt, ey Jan, Chassis, ihr stellt nur noch Luxuskarren vor, wer kann sich das leisten? Wir nicht und wir wollen, dass Mobilität individuell und demokratisch bleibt, also ist Dacia aktuell unsere Lieblingsmarke, sage ich einfach jetzt mal. Und den Sandero gibt es seit 2008 in erster Generation, 2012 die zweite, 2021 die dritte und alle haben immer eine hochgebockte, plastiklastigere Offroad-Variante Stepway bekommen, die sehr beliebt ist. Und jetzt sprechen wir vielleicht über das Wettbewerbsumfeld. Da muss man erstmal die Plattform ansprechen. Das ist die CMF-B. Ja, sehr spannend, denn da steht drauf der Renault Clio, der Renault Captur, da steht drauf der Dacia Jogger. Aktuell gibt es ja 4 Dacia-Modelle, für manche 5. Ne? Und auch ab 2025 ein Modell, auf das ihr euch freut, nämlich der Bigster. Ey, haben wir viele Videos dazu gekloppt, weil wir stehen auf den Bigster. Endlich ein größeres Dacia-SUV, aber hier sprechen wir erstmal über das Kleinste. Externes Wettbewerbsumfeld haben wir auch. Das ist der VW T-Cross, das ist der Seat Arona, das ist vielleicht auch ein Opel Mokka, das ist vielleicht ein DS3. Ich könnte ewig so weitermachen. Und jetzt kommen wir zu den Ausmaßen. Denn der ist nur 4,10 Meter lang, 1,85 Meter breit, 1,54 Meter hoch, hat 2,60 Meter Radstand. Und ist es schlecht? Nein, mitnichten. Denn wir sind gut im Gelände. Wir haben kurze Überhänge, Riesenradstand, viel Platz, finden in der Stadt gut eine Parkposition, mega. Zedergrün hier drauf, habe ich gesagt, es gibt insgesamt 7 Lackvarianten. Takla Makan, Orange, kostet 650 Euro Aufpreis, ist mega hot. Aber die Farbe hier ist ehrlicherweise viel schöner. Und ich habe es euch ja letztes Jahr vorgestellt, das neue Dacia-Design. Und wenn wir da jetzt drüber sprechen, haben wir hier das neue Dacia-Logo. Verbindet ein D und ein C. Da gab es Verwirrung auf diesem Kanal am Anfang. Weiße Elemente hier im Kühlergrill drin. Drunter steht Stepway dann. Und die Leuchte hier, auch da gab es schon hin und wieder mal Verwirrung, vielleicht bei Jesse in einem Video. Wir haben immer ein LED-Licht als Tagfahrlicht und als Abblendlicht. Nur das Fernlicht ist ein Halogenlicht, was wichtig ist. Und die Nebelleuchte hier unten hat so einen kleinen bronzefarbenen Ton hier in der Extreme-Variante. Was haben wir? Essential, also die Basis, Expression, was man dann fürs CVT braucht und Expression Plus, was man für die 110 PS-Variante mindestens braucht oder eben halt Extreme. Ihr seht von vorne schon die Spiegelkappen. Ihr seht hier unten auch einen Stoßfänger, der sehr offroadig ist, genauso wie das ganze Front.
sein. Ist schon sehr gelungen, eine große Auskerbung hier vorne an der Motorhaube. Und jetzt gehen wir an die Seite. Ihr seht relativ viel Plastik um die Radläufe, im Schweller drin. Ihr seht 20 cm Bodenfreiheit, 2,60 m Radstand und einfach ein schönes offroadiges grün-bronzefarbenes Design. Hinten sehr schöne Leuchten, auch LED-Leuchten. Das Auto ist frontgetrieben und was jetzt halt auch extrem ist, ist dieser Dachgepäckträger hier. Stepway steht da drauf. Ich kann hier mal aufklappen. Seht ihr auch, könnt ihr ihn verschrauben und dann, glaube ich, querlegen, was spannend ist. Hinten abgedunkelte Scheiben, okay. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die extremen Dinge. Nee, ich spreche erstmal über die Technik. 258 mm Scheibenbremse vorne, hinten eine 8 Zoll Trommelbremse. Jetzt habe ich immer gesagt, Trommelbremse hinten ist nicht mehr so zeitgemäß. Haben andere gesagt, sie sind total happy mit der Trommelbremse hinten. Habe ich gesagt, okay, okay. 16 Zoll Felgen hier, eine schwarze Felge in der Extreme-Variante, sehr passend, sehr stimmig. Das Auto ist nämlich hauptsächlich dreifarbig dann jetzt in dem Fall, grün, schwarz und Bronze. Viel Plastik hier um die Radläufe. Und hier haben wir eine Sache, wo viele jetzt fragen, was zur Hölle soll das? Das ist ein Kleber, soll erinnern an einen Schnorchel, okay. Plastik hier unten wieder im Schweller, seht ihr, und eine bronzebraunfarbene Spiegelkappe. Jetzt kann man natürlich über Bronze streiten. Das haben wir auch bei der Marke Cupra aus Spanien schon gemacht, die ja wohl Seat ersetzen wird. Jetzt habe ich es einmal in den Videos gesagt. Viele finden Bronze blöd, andere finden es gut, aber ihr müsst es ja nicht nehmen. Ich finde das Auto ausgesprochen gelungen. Und jetzt gehen wir mal ans Heck. Heck hinten seht ihr natürlich jetzt in der Variante diese Haifisch-Antenne da oben, aber ich gehe noch gar nicht zu sehr ins Detail, das ist immer ein bisschen fies für den, der filmt. Hier haben wir den Tank, ich mache euch den mal auf, das ist ein Kritikpunkt von mir, denn das muss man immer innen tun, das nervt mich ungemein, kann man sagen. Andere würden halt sagen, ey, da kann einem schon keiner Benzin klauen und die Sparfüchse, die Dacia-Fans da draußen, die wollen ja nicht, dass Benzin geklaut wird. Aber ehrlicherweise, mir wurde noch nie Benzin geklaut. Ich sag 50 Liter. Jessie schon? Ja. Hast du es gemerkt? Ja. Jessie geht selbst nicht tanken. Ja? Auf meinem Roller. Auf dem Roller. 110 Kilogramm Anhängelast, 328 bis 1100 Liter Kofferraumvolumen. Das soll noch nicht aufgehen, das Auto. Dacia steht hier in Bronze hinten drauf. Die Leuchte schauen wir uns hier mal an. Es sind wieder diese pfeilförmigen Dacia-Elemente hinten, was auch sich in der Leuchte widerspiegelt. Ich mag es immer ganz gerne, wenn Jessie den Schwenk ganz rüber macht, denn hier steht auch noch Dacia drin. Ja, wir verbessern uns zusammen. Ne? Unterfahrschutz hier unten haben wir den. Sehr praktisch. Kleiner Kritikpunkt am Auto ist, wenn ihr jetzt den Kofferraum aufmacht, macht euch die Finger ein bisschen schmutzig. Ne? Der Student, was er wieder sagt. Ladekante relativ hoch und auch hier neigt das nicht nur dazu, schmutzig zu werden, was ihr jetzt seht, aber das ist ja eigentlich praktisch, weil die Extreme-Variante ist für schlechtes Wetter da, sondern neigt auch zum Verkratzen. Da gibt es aber bei dem Zubehör bei Dacia so eine Matte, die ihr da drüber legen könnt, was ganz Gutes. Hier seht ihr jetzt, und die würde ich auch echt nehmen, ne? Erstmal das Kofferraumvolumen, da habt ihr hier so kleine Haken hängen, auch hier sind nochmal Haken, und aufpreispflichtig ist hier dieser doppelte Ladeboden. Könnt ihr jetzt so reinmachen. Ihr könnt ihn ganz runterlegen oder, was ich mit sowas immer mache, rausmachen. Aber um keine Ladekante zu haben, legt ihr den jetzt schön da hoch. Ich würde diesen doppelten Ladeboden auch nehmen, weil der gibt euch Flexibilität. So, hier haben wir so kleine Schnüre. Auch dafür habe ich Ärger bekommen und habe gesagt, das könnte wertiger sein. Die Dacia-Fans sind immer sehr kritisch mit mir. Und jetzt klappen wir mal die Rückbank um. Dafür gehe ich an die Seite. So. Und hier haben wir eine kleine Schnur. Schaut mal, das würde auch von hinten funktionieren. Einmal umgeklappt. Und das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Zweimal umgeklappt. Und so habt ihr jetzt eben keine Ladekante. Da passt echt ganz schön was rein. Ne? Für so einen Kleinwagen echt okay. Und jetzt gucken wir uns die Verarbeitung von der Klappe hinten an. Das ist schon sehr, sehr roh. Aber ausreichend. Ja? Schaut mal jetzt hier auch, wie es zugeht. Nicht weglaufen. So. Das ist okay, würde ich sagen. Ne? Wir haben hinten auch einen kleinen Scheibenwischer, was Gutes. Und jetzt mache ich euch mal hier auf. Und das Schöne an der Rückbank ist, die ist relativ leicht. Ne? Die klappt also sehr einfach nach oben. Und machen wir jetzt auch hier. Was geil ist inzwischen, ne? Ich sage euch mal einen kleinen Exkurs.
Ich muss mich auf die Dacia-Videos gar nicht mehr vorbereiten. Ich habe so viele gemacht, ich lebe die Marke so sehr, dass ich einfach hier hinkomme, das mache und mich auch freue drauf. So, erstmal ganz wichtig, wir haben hier diese Fußmatte in der Extreme-Variante. Jetzt sagen viele, ey, puh, diese Fußmatte. Die ist mega praktisch. Wenn ihr einen Hund habt und der hier reinkotet, dann fällt das direkt auf die Matte. Oder schmutzige Füße und ihr könnt es einfach auswaschen. Nee, ehrlich, das ist doch gut. Das ist eine gute Sache, das ist wichtig. Kaum Mitteltunnel hier, 12 Volt Steckdose und die Sitze. Die haben hier so einen Neoprenstoff in der Variante, auch wieder Kupfer drin, ähnlich wie bei Cupra, ehrlich gesagt. Das ist alles sehr robust. Verstellbare Kopfstütze hier, das reicht. Und was krasses, ey, ich bin 1,88 groß, ne? Hab eine Faust bis zur Decke, keine Leuchten hinten. Das ist auch nicht mehr so eine Eierschalendecke wie früher mal oder so eine Eierpackungdecke, sondern das ist echt einigermaßen wertig, würde ich sagen. Ganz gut. Jetzt schauen wir in die Tür. Einstiegsleiste haben wir nicht. Und die Tür ist schon sehr roh, aber das passt halt voll zu diesem hochgebockten Kleinwagen-Konzept. Schöner Türgriff, hier viel Platz, da Platz. Das ist wirklich alles okay. Ich muss auch mit euch schimpfen, ne? Also die Dacia-Videos bei euch haben echt viele Aufrufe, einigermaßen viele, aber der Sandero Stepway nicht so. Wundert mich eigentlich, ja. Aber ihr könnt euch ja bessern. Ja. Generell finde ich, ihr solltet meine Videos auch mal öfter schauen als die von Jesse. Das Auto wiegt etwa 1,1 Tonnen, so wie es hier steht. Ich spreche erstmal über die Motoren generell. Es gibt ja den Benziner mit, alle Motoren haben 1 Liter. Ja, mit 90 PS, 5-Gang Handschaltung, den gibt es dann mit einem CVT-Getriebe wahlweise. Dann haben wir die Autogas-Variante, LPG hier drin, die hat ja dann etwa 100 PS. Und hier ist die größte Motorvariante drin. Ich habe mir wieder mal nicht angeschaut, wie der aufgeht, ist schlecht, aber ich bin ja Profi. Ne? 110 PS, 6-Gang Handschaltung, kein CVT-Getriebe wahlweise hier drin, hat 200 Newtonmeter Drehmoment, geht in 10 Sekunden auf 100, ja, mit 174 km/h schnell und den Rest zu dem Motor, den gebe ich euch beim Fahren, aber sowas von. Ich werde wahrscheinlich Ärger bekommen wegen diesem Hundekommentar von Jesse jetzt in dem Video. Wir holen sie mal rein, schauen, wie sie ja, zu Hundeexkrementen steht und was sie eigentlich von dem Dacia Sandero Stepway hält und von der Extreme-Variante und ob ich vielleicht ein bisschen zu extrem für dieses Auto bin oder ob es ein Match ist. Kommt mit. Jetzt kommen wir zum Innenraum. Jessica Maniac kommt gleich mit rein. Das ist natürlich krasser als die Krönung des Prinzen, des Königs von England. Das ist jetzt ein König, gell? Ja. Und ich zeige euch jetzt den extremen Innenraum mit dem Mikrocloud-Stoff. Und das ist natürlich krass. Erstmal schauen wir uns den Himmel an. Dann haben wir uns ja schon von hinten angeguckt. Diese Leuchte hier vorne wirkt so ein bisschen antiquiert, ehrlich gesagt. Aber ansonsten haben wir sehr viel Licht hier drin, weniger Schatten. Sitze, Mikrocloud-Stoff erinnert an einen Neoprenanzug. Und das ist ein Neoprenanzug, der ausnahmsweise mal nicht unangenehm an irgendwelchen Körperstellen zwickt. Sehr dünne Kopfstütze hier, bronzefarbene Stitchings oder Nähte hier drin, wie der Deutsche und der Allmann in mir sagt. Dacia-Logo nochmal hier reingeprägt, hier nochmal so ein Muster drin, findet sich dann vorne wieder und Jesse zeigt euch dann, ob da unten noch irgendwas ist. Was ich euch in der Einstiegsleiste zeigen kann, ist diese Topografie nochmal, die irgendwie an die Natur erinnern soll. Und ganz toll, hier unten ist diese Fußmatte. Die Fußmatte, haben wir irgendwie auch gesagt, die bräuchte man eigentlich in allen Dacias, weil einfach raus damit, abwaschen, Kercher drauf und mein Allmann-Herz ist sowas von happy, das glaubt ihr gar nicht. Ne, die nehmen wir nicht mit. Was spannend ist, ist, wenn wir über das Dashboard sprechen, dass wir hier wieder diesen Mikrocloud drin haben. Ja, den haben wir auch in der Tür drin. Wir haben bronzefarbene Lüftungsdüsen und ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht mehr so oft wir haben zu sagen. Das ist sprachlich ganz unterirdisch. Ja. Mikrocloud zeigt Jesse euch jetzt oben wieder den bronzefarbenen Zierstrich in doppelter Ausführung drüber. Viel Hartplastikplatz in der Tür. Das ist schon gut, würde ich sagen. Und jetzt schauen wir uns das Mikrocloud nochmal hier an. Und die Lüftungsdüsen hier, die Klimaanlage haben wir hier unten. Haben wir das, Jan? Ja, haben wir. Dann haben wir hier diese neue Funktion Offroad, zeige ich euch später. 12 Volt Steckdose, USB-Anschluss. Hier unten kann man das Handy einfach reinlegen oder allen möglichen Krimskrams. 6-Gang Handschaltung, elektrische Parkbremse, hier ist ja der Schlüssel. Ganz ehrlich,
Achtung vor diesem Schlüssel. Eine richtige Warnung. Diesen Schlüssel habe ich schon zweimal in meinem Leben verloren. Warum? Weil ich dämlich bin. Ansonsten ist der natürlich praktisch. Aber der rutscht einem schneller aus der Tasche raus. Aber eigentlich ist es dafür gedacht, dass man den auch in den Geldbeutel machen kann. Jetzt holen wir sie rein, die sehr extreme Jessie. Und erstmal Frage an dich als Frau, Mensch und auch sonst sehr geschmackvolles Wesen. Wie gefällt er dir? Ich finde den ganz cool in der Extreme-Version. Die ist für mich so ein bisschen lifestyleig und ich stehe auf das Kupfer, weil das macht den ein bisschen moderner. Okay. Sprechen wir über das Lenkrad. Neues Dacia-Logo hier drin. Unten nicht abgeflacht, das ist rund. Ne? Man kann es in alle Himmelsrichtungen verstellen. Ich mache jetzt auch mal hier den Motor an, dass wir keine Probleme mit der Batterie bekommen. Hier haben wir den Blinker dann. Assistenten hier, Sprachsteuerung hier und vorne haben wir dann die Drehzahl auf der einen Seite, Geschwindigkeit auf der anderen und ihr könnt auf diesem Knopf hier den Bordcomputer innen verstellen. Seht dann da den Verbrauch zum Beispiel. Könnt flexibel durchspielen, was Gutes. Und jetzt sprechen wir über das Infotainment und das ist sehr einfach. Ne? Da gibt es ein Radio zum Beispiel, hier geht es immer wieder zurück, da gibt es Medien, die ihr verbinden könnt zum Beispiel. Alles zum Fahrzeug, zum Beispiel Assistenten, Parkassistenten hier oder eine Eco-Driving-Schule, die auch ganz spannend ist, mit einem Eco-Training hier zum Beispiel drin, was ich immer sehr cool fand, ehrlich gesagt. Aber ansonsten ist es aufgeräumt, sehr ruhig. Nächster links. Danach biegen und es gibt ab. Hier ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel, was ihr drin machen könnt, aber das ist okay. Was mir dann wichtiger war eigentlich, habe jetzt eine Sache dabei, das wollte ich schon immer mal machen in Videos und ich finde es auch echt eigentlich peinlich von uns, dass wir das bisher nicht gemacht haben. Also, fitzelig, ich verbinde jetzt mein Handy. Hier rein macht ihr diesen, andersrum. Da seht ihr schon, das ist ein bisschen echt kompliziert, aber wenn man es einmal drin hat, macht man das wahrscheinlich einfach nie mehr raus. USB hier rein, mein privates Handy hier dran und dann schauen wir mal, wie gut das vorne verbindet. Dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich hier auf Home gehen. Hallo Home. CarPlay. Ja. Das ist halt der Grund, warum ich das nie in den Videos mache. Da ist es! Tada. CarPlay verbunden. Da könnt ihr da jetzt einfach Spotify reinmachen. Seht, was für schlimme Musik ich auch dann wirklich höre. Modus Mio. Und dann einfach Musik hören zum Beispiel. Wo geht es denn hier lauter in diesem Auto? Hier. GEMA. Jessie sagt GEMA. Deshalb machen wir es wieder weg, aber das funktioniert ganz gut. Oder ihr nehmt eure Navi, die ihr auch nutzen könnt, was echt praktisch ist. Und das ist ja so einfach praktisch. Was machen wir jetzt? Fahren. Ja, grüne Jacke, grünes Auto, blaue Frau. Jessie, hast du Bock auf die Fahrt? Ich habe richtig Bock auf die Fahrt. Was ist das? Ich habe hier mein Einmann-Handy dabei. Hallo Ebens, ich habe mein Notizbuch dabei. Ganz ehrlich, wenigstens ein bisschen schick hättest du dich machen können für die Fahrsequenz für mich. Ich wollte eine Sache mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst hier. Das wisst ihr übrigens auch, was ich für Musik höre. Schreckliche Musik. So kann man auch das Handy hier reinspannen. Das ist doch okay, oder? Ja. Und dann hätte man hier Apple CarPlay drin, was ich auch echt okay finde. Es baumelt das so ein bisschen rum, ja. Aber es gibt bestimmt auch so ein kurzes... Kabelbinder, sage ich immer. Kabelbinder. Ich mache mal an. So fährt er an. Und eine Sache will ich euch noch zeigen, wenn man ihn wieder ausmacht. So, mache ich hier mal zu. Okay. Jetzt müsste er sich halt eigentlich abschließen. Ne? Wenn man wieder anmacht, kommt dann eigentlich da vorne ganz schön irgendwie Dacia reingefahren. Übrigens hier, Nachricht von euch bei YouTube. Jedes einzelne Kommentar wird hier auch wirklich gelesen. Ich fahr mal los. Ja. Wendekreis? Musst du mir zeigen, ich weiß nicht, wie gut er ist. Was schätzt du? Knapp über 10 Meter. 10,40 Meter, ganz gut. Mhm. Und das ist halt sehr wendig. Was hat der Duster? 10,70 Meter. Ja, da ist der halt ein bisschen besser hier, ne? Der Duster hat aber auch einen größeren Radstand. Der Duster. 2,68. Das stimmt allerdings. Aber es soll ja kein Wettbewerb hier sein, Jessie. Nö. Ich fahre jetzt mal los und was halt toll ist. Was ist eigentlich toll? Ich weiß es nicht. Das ist toll, dass du gut anfahren kannst und dass du hier eine 6-Gang-Handschaltung hast. Nein, wenn du jetzt hier drin sitzt. Einfach mal Frage an dich. Wie empfindest du das jetzt als Beifahrer? Ich sitze halt leicht erhöht. Ja, man sitzt hoch.
Ja. Man hat eine gute Übersicht, ne? Ja, das ist gut. Und das hat man im Sandero halt eben nicht so. Und das ist jetzt vielleicht ein trauriger Fakt, aber einer, der halt nun mal stimmt. Die ganzen Leute kaufen sich ja alle SUVs, immer größere Autos. Und ich kann schon verstehen, dass man keinen Bock mehr hat, in einem flachen Auto irgendwo zu fahren, weil dann schaut man so raus und sieht nichts mehr, weil die ganze Blechlawine neben dir losgeht, und deshalb ist leicht erhöht sitzen auch gut. Und man hat natürlich auch im Gelände so ein bisschen mehr Komfort einfach. Und beim Ein- und Aussteigen, wenn man Rücken hat, ist auch nicht so schlimm. Das stimmt allerdings. Ich fahre jetzt mal hier rein und zeige euch eine Sache. Eine Parksituation simulieren wir jetzt. So wie in der Fahrschule. Die Rückfahrkamera. Wie ist die, Jessie? Nass. Nass. Offensichtlich. Und auch nicht so wahnsinnig gut. Was ja. Schönes, das dreht hier mit. Man kann auch rausschauen, aber die Grafik bzw. die Auflösung ist eher so Atari 1980, ja. Oder? Ja, man kann sich auch nicht an die Seite die Einstellung machen, ne? Man sieht keine Felgen und so, wie beim Duster. Hey, bist du jetzt hier Duster beauftragt? Nö. Guck mal, was aber schön ist, wir haben hier die Pfützen, ne? Und die Extreme-Variante lässt einen extrem gerne durch diese Pfützen hier durchjagen. Und man macht sich irgendwie keinen Stress, weil, weiß nicht, das ist irgendwie gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das hier. Leck, jetzt hast du die anderen Autos gemacht. 20 cm Bodenfreiheit, wie viel hat der Duster? 21. Was Tolles, guckt mal hier. Die Wendigkeit. Und viele machen sich jetzt wahrscheinlich Gedanken, Handschaltung. Jetzt gibt es den halt nur mit Handschaltung. Mhm. Aber die als knackig zu bezeichnen, wäre jetzt irgendwie auch irgendwie frech von mir. Das ist sie nicht. Aber sie ist gut, würde ich sagen. Und jetzt schaut mal hier, kurze Überhänge. Guck mal, ein alter Dacia Sandero Stepway ist da vorne. Hast du den gesehen? Mhm. Hast du ihn gezeigt? Ja, aber fahr nochmal zurück gleich. Ja. Erstmal machen wir jetzt hier, du übrigens machst mich immer fertig, ne? Modus aktiviert. Modus weicher Boden aktiviert, Modus Auto aktiviert. Wir machen eben einfach mal an. Und jetzt fahren wir hier los auf diesem Grip. Und jetzt hat man hier ja unterschiedliche Grip-Niveaus, immer auf Schotter. Und das funktioniert ganz gut. Der ASR und ESP arbeiten da zusammen und verteilen die Kraft halt flexibel ans rechte vordere oder hintere Rad. Schaut mal, hier sind wir jetzt auch durch unfreiwilligerweise durch so einen Huppel gefahren. Und das ist gut. Jetzt machen wir mal Modus weicher Boden an. Funktioniert schon ganz gut. Und jetzt machen wir mal Modus Auto an und fahren hier los. Und das klappt auch ganz gut. Ihr könnt jetzt sehen, dass wir bei Dacia natürlich bei Profis sind. Das heißt, auf der rechten Seite sind jetzt diese ganzen Car Guys, die hier zum Auto cleanen sind. Jessie hat mal einen Worst Car Guy ever genannt hier drin. Die waren echt nicht so nett. Die waren nicht, echt nee. Nicht nett zu Jessie. Aber jetzt waren die gerade sauer, weil du hast halt den Schotter da so aufplänkern lassen. Naja. Ja, die sind wirklich immer sauer. Dacia, tolle Marke, aber diese Jungs, die machen uns das Leben immer schwer, weil wir wollen immer andere Autos und die verstehen, glaube ich, auch nicht so wirklich, was wir machen. Ja, Wendekreis, ja. Checken wir mal hier. Wendekreis. Findest du es doof, dass ich es jetzt erzählt habe? Nö. Manchmal muss man doch auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, oder? Ja. Und wenn Dacia hier immer so gut wegkommt, dann kann man ja auch mal hier irgendwie sagen, manchmal, wie es ist. Also es ist wirklich so, dass wir jetzt hier teilweise Problems mit denen hatten und es geht uns um die Autos und nicht um die Marke oder sowas. Genau. Also, was ich mag am Auto, und das ist halt interessant, ich habe übrigens Blödsinn erzählt, das Auto wiegt nicht 1,1 Tonnen, sondern eher 1,2, 1181 Kilo. Man kommt halt relativ schnell vom Fleck. Ne? Jetzt sind wir hier auf Asphalt und jetzt schauen wir mal, weil das Auto ist halt nicht schwer, ne? Wie schnell der wegkommt. Stempelt auf Asphalt vorne auch nicht rein. Das ist wirklich gut und die Lenkung. Die ist echt schön angepasst. Die ist weder jetzt zu synthetisch, irgendwie noch zu direkt. Das ist einfach eine gute Lenkung. Auch das Fahrwerk macht auf Asphalt richtig Spaß. Ist nicht zu grob, nicht zu wenig grob. Das finde ich wirklich einigermaßen gut. Wir haben auch einen toten Winkelwarner hier drin. Und die Ausmaße sind natürlich für die Stadt großartig. Was verbraucht so ein Duster, Jessie? So ein Duster verbraucht, ich hatte ja die EcoG-Variante, das ist jetzt ein bisschen schwierig, der verbraucht so 6,5 Liter okay. Benzin. Ja. Und der hier verbraucht 5,5 Liter. Wir haben den echt mit 5 Liter gefahren, was halt echt
habe ich 5 Liter gesagt, mit 6 Liter gefahren, was halt echt gut ist. Was spannend ist, es wird jetzt ein bisschen dunkler, aber man sieht das Licht noch nicht. Das Licht hier ist ganz okay. Ist kein Matrix-LED-Licht, aber ein gutes Licht, würde ich sagen. Es wäre auch verrückt, eine Matrix-LED-Lichter kosten ja bei manchen Herstellern 2.000, 3.000 Euro Aufpreis. Das ist hier halt eine ganze Ausstattungsvariante. Nee, und da muss man auch ein bisschen Rücksicht auf Dacia nehmen. Die probieren wirklich einen guten Preis hinzubauen. Teilweise halt viel besser als Renault. Das sind noch nicht mehr die alten Renault-Klamotten, die hier aufgetragen werden, sondern das ist das aktuelle Renault-Technik-Baukastensystem mit der Plattform auch. Ihr seht ja auch, Renault im Captur zum Beispiel benutzt diese Plattform hier auch. Dacia bekommt es jetzt selbst für den Bigster, die ist also auf mehr ausgelegt. Hier haben wir noch den Eco-Knopf für einen noch besseren Verbrauch. Ich fahre mal hier ein Stück weg. Und ihr seht schon, wie wendig dieses Auto im Straßenverkehr ist. Und ich glaube, Deutschland ist in Europa oder so Platz Nummer 4. Dacia plant irgendwie bald auch 1 Million Autos verkauft zu haben. Ist ganz stark im Privatkundenbereich. Und da sage ich, wen wundert's? Mich wundert's nicht. Fazit? Meine Co-Moderatorin braucht, glaube ich, einen Kaffee. Was wir jetzt machen, ist ein Fazit. Ein Fazit. Ja, sprechen wir übers Fazit. Nummer 1. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie extrem geil eigentlich dieser Review-Channel ist und warum ihr den abonnieren wollt. Es regnet nicht mehr. Ich bin happy. Es hat allerdings heute gepisst. It's raining cats and dogs, wie ich in Englisch gelernt habe. Und die Extreme-Variante mit so einem hochgebockten Sandero als Stepway, ja, die hat mich irgendwie total abgeholt, sage ich euch ehrlich. Ne? Robust alles, irgendwie Plastik dran, irgendwie echt gut, würde ich sagen. Und jetzt sprechen wir natürlich drüber, was ich vom Auto halte. Den Sandero hochzubocken, Plastik dran zu packen, war für mich genial. Genauso wie das, was Dacia macht. Das ist eigentlich der Volkswagen, der Moderne. Das sind für mich die letzten bezahlbaren Autos der französisch-rumänischen Liaison. Oh fuck, das ist ein echter Kanal hier für automobile, objektophile Autoromantiker. Macht allerdings nichts. Wir haben hier natürlich die teuerste Version, ne? Die höchste Ausstattung. Die macht schon was her. Das ist was, wo man dem Nachbar sagen kann, guck mal hier. Und es ist auch sehr schlüssig. Ne? Extended Grip ist hier drin, dieses Bronze ist hier drin. Und tatsächlich sind viele zu Dacia gegangen und gesagt, die Autos sind so günstig, kann ich den ein bisschen teurer machen? Da sagt Dacia, ey, gar kein Problem. Wir nehmen hier die teuerste Ausstattungsvariante. Dann macht der natürlich am meisten her. Also man macht Kunden damit glücklich. Und machen wir uns nichts vor, es geht bei diesem Auto ganz stark um den Preis. Ne? Ja, jetzt beginnt der normale Sandero Stepway bei 14.400 Euro aktuell. Wollt ihr die Extreme-Variante, ja, liegt er irgendwie bei 17.000 Euro. Lustigerweise ist der EcoG, also der Autogasmotor, der günstigste. Wollt ihr den hier mit dem Motor, seid ihr mindestens bei 17.500 Euro. Und wollt ihr den nur 90 PS starken 1-Liter-Motor mit CVT, seid ihr bei 18.100 Euro. Auch Dacia wird teurer. Das ist ein Teil der Wahrheit. Ne? Das sind immer, glaube ich, so 100 Euro jetzt, seit ich das letzte Dacia-Video gemacht habe. Aber das ist immer noch echt bezahlbar, würde ich sagen. Und wenn ihr das ganze Schnickschnackzeug da drin nicht wollt, nehmt ihr einfach Essential als Basis und seid auch glücklich. Wo ihr natürlich allen Schnickschnack und Komfort bekommt, ist bei der Car Crash Review. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video von der bezaubernden, echt nass gewordenen, ziemlich unextremen Jessie und dem etwas extremeren Jan, das bin ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch die Videos zu extrem sind oder ob sie euch vielleicht doch einfach nur langweilen. Falls nicht, sehen wir uns morgen um 17 Uhr. Würde mich freuen, vielleicht auch mit einem Dacia, weil mich freut jedes Video zur Marke. Ich habe es euch ja am Eingang erzählt. Tschüss.